Sie sind also im Formel-1-Business groß geworden. Ich stelle mir das ja so richtig aufregend vor, so von Rennstrecke zu jetten und in den ganzen Boxengassen den anderen Berühmtheiten zu begegnen. Was war denn Ihr spannendstes Erlebnis? Ganz schön verschwiegen, die Kleine. Ganz anders wie ihr Ziehvater Kai Ebel. Die Kleine heißt übrigens Phalaenopsis Orchidee. Und sie sieht auf den ersten Blick sehr zart aus, ist sie aber nicht. Sie ist ziemlich robust und anspruchslos in der Pflege. Sie braucht eigentlich nur ein gutes Plätzchen ohne direkte Sonneneinstrahlung und ab und zu Wasser. Am besten aus dem Zerstäuber hier. Und mangelnde Treibstoffversorgung und Reste von Motorenöl machen ihr überhaupt nichts aus. Und wenn Kai mal wieder mit der Formel 1 unterwegs ist, dann passt seine Frau auf die weiße Schönheit auf. Ja, und wer ist ihr Pflanzensitter?